beschreibe mal, wie hat sich der Tag für dich entwickelt, was haben wir so gemacht und was war so dein Highlight? Hallo, bin Igor, bin als Physiotherapeut mit, bin das erste Mal auf Malle. Das erste Mal auch richtig im Radtrainingslager? In einem Radtrainingslager, genau. Bevor irgendwas, macht auf jeden Fall Bock. Radfahren ist schön. Ja, wir haben den Tag ganz entspannt gestartet, haben ein bisschen aktiviert, mobilisiert in der Früh am Strand. Besseren Start in den Tag im Vergleich zum Arbeitsalltag, herrlich. Ja, dann Frühstück und danach kurze, jetzt noch ein paar Testungen gemacht und danach sind wir Ruhezeit gehabt und danach ging es eigentlich schon mit dem Radl los. Haben entspannte Runde gemacht, mal ein bisschen die Beine aufwecken und ja, also Mallorca ist schön zum Radfahren. Also wir haben noch nicht viel gesehen, ja. Freue mich schon, wenn es ein bisschen hügeliger wird, das flach ist jo, nicht ganz mein Habitat, aber es macht richtig Spaß, auch mit mehr Leute zu fahren. Highlight des Tages auf jeden Fall. Nicht einmal so Strecke, sondern hauptsächlich Landschaft und Natur. Ja, Vegetation ist so mein Highlight immer. Ja. Tiere, ja. Vögel, viele. Ja. Richtig schön. Also auf jeden Fall. Gibt es richtig viel zum Radeln und währenddessen einfach viel zum Schauen. Sehr schön. Was schön ist. Für dich, ich glaube, du bist auch extrem verwöhnt, was die Landschaft angeht, weil du kommst aus Südtirol, ja. Wohnst mit mir in Innsbruck. Jawohl. Und dann auch noch auf Mallorca im Trainingslager. Also ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der würde dich darum beneiden, um den Input, den du so einfach erfährst. Absolut, beneide mich selber. Die Vorfreude war groß und die schönen Erinnerungen werden noch lange anhalten. Ja, ja, jetzt schon. Freunde, Tageszusammenfassung. Der erste richtige Camptag ist vorbei. Ja, für die Camp-Teilnehmer standen 112 Kilometer und knappe 1000 Höhenmeter auf dem Programm. Tageshighlight gab es eigentlich fast schon zwei, also sprich einmal Ermita de Bethlehem. Dort sind wir einfach über Arta locker schön hingerollt. Man sieht bei mir jetzt gerade im Hintergrund, die Sonne ist verschwunden, dort war sie aber noch da. Und ich glaube, jeder hat, auch der vielleicht zum ersten Mal hier war, mitbekommen, was Mallorca für einen Flair eben hat, weil es einfach phänomenal war. Die Straße ist auch neu asphaltiert nach Arta, also sprich, man ist da wunderschön hingerollt. Und klar, Ermita de Bethlehem, da gibt es dann doch nochmal das ein oder andere Schlagloch, aber für mich eines tatsächlich der kleinen Insiderberge, wenn man irgendwie Mallorca als irgendeinen Einstieg als Insider nehmen kann, weil es ist eine schöne kleine Sackgasse, führt zu einem Kloster hin und es ist wirklich eine total schöne serpentinenlastige Straße, ungelogen vielleicht nur 2,5-3 Meter breit ist und sich da schön hinaufschlängelt. Der Berg ist auch optimal für einen ersten kleinen Belastungstest, weil knappe 3 Kilometer sich das Ding auf 7% oder so da hochschlängelt. Ich habe ein bisschen Gas gegeben, andere Leute auch. Gruß an Franzi und an Marc, die haben auf jeden Fall auch ordentlich Gas gegeben und sich da wirklich nicht die Butter von Brot nehmen lassen. Und ja, das war für uns so ein bisschen auf der ersten Tourhälfte ein schönes Highlight. Anderes, vielleicht negatives Highlight war, Grüße gehen raus an Marc. Ich hatte es ja schon mal auch erwähnt gehabt, in einer anderen Zusammenfassung. Der gute Herr hat mal eben den Asphalt näher beobachten wollen und hat in einem Kreisverkehr sich mal schön schlafen gelegt. Zum Glück ist nichts passiert, aber ein kleiner Schock und auch das ist Mallorca. Manche Straßenverhältnisse sind nicht ganz so optimal. Es liegt immer irgendwo Kies und Schotter, also auch für euch immer aufpassen, wie ihr unterwegs seid. Das nur so am Rande gesagt. Davon erholt haben wir über uns das Orangental nach Manacor geschlängelt und sind dann tatsächlich zum One and Only Kuchenstopp im Nordwesten, Nordosten der Insel gefahren, sprich nach Petra. In Petra dann Dutzende andere Radfahrer getroffen, Käsekuchen, Tart Almendra, Apfelkuchen, wie der Spanier uns im gebrochenen Deutsch erklärt hat, Kaffee con leche, Espresso, Coca-Cola, also es gab dort die volle Dosis und spätestens da ist, glaube ich, bei allen das Herz aufgegangen, weil schon schöne Kilometer in den Beinen, schöner Kuchenstopp und ja, was man auch dann sagen muss,
auch schon eine echt ordentliche Belastung in den Beinen. Also Freunde, wie man sehen kann, wir sind wieder angekommen. Die ganz schnelle Gruppe hat jetzt die Trainingsfahrt beendet. Also ich muss wirklich sagen, Chapeau an die Leute, die hier mitfahren. Das Niveau ist wirklich brutal hoch und 113 Kilometer, 3 Stunden 44. Heißt, wir sind auf jeden Fall auf einem guten 30er-Schnittkurs unterwegs. Und es macht total viel Spaß. Also ich glaube, das Fazit für den ersten Tag ist total positiv. Die Sonne, die haben wir nicht. Dafür haben wir die Sonne im Herzen. Und man muss wirklich sagen, die Truppe macht Laune. Jeder lächelt. Marc ist noch tatsächlich der Straßenbaumeister höchstpersönlich gewesen. Der hat noch mal eine kurze Asphaltprobe genommen in einem gewissen Kreisel. Aber auch der kleine Sturz, der war jetzt auch nicht irgendwie gravierend. Am Ende standen dann für mich schöne 175 Kilometer auf dem Programm. 31er Schnitt, also ich glaube, das erste Trainingslager hat die ersten Reize bei mir schon im Körper hinterlassen und die Form ist auf dem aufsteigenden Ast. Königsetappe für beide Gruppen. Wir haben hier zwei aus der sehr schnellen Gruppe, einen aus der schnellen Gruppe. War das, glaube ich, ein wirklich erfolgreicher Tag und ja, vielleicht sieht man es uns an, aber vor allem auch bei der ganz schnellen Gruppe gab es sehr würzige Momente, neben vielen anderen schönen Highlights. Bevor aber der Alex mal ein bisschen beschreiben kann, wie viel Grundlage wir hinten raus vor allem dann hatten, kann Kenny mal eine Tageszusammenfassung geben. Also, wir sind gestartet heute Morgen um tatsächlich 9 Uhr. Schön pünktlich rausgerollt, Zapobla vorbei, Richtung Selva. Dann den Bataillapass hoch, alles schön stetiges Tempo, außer der Dirk, der ist ein bisschen eskaliert, ist vorne weggefahren. Getroffen haben wir uns wieder alle an der Tankstelle. Hat alles super gepasst, schnell Flaschen voll gemacht und dann weiter Richtung Sacalobra. Viele dabei gewesen, die das Ding noch nicht gefahren sind. Manche schon so ein bisschen angelockt, weil gerade diese wellige Passage, wenn du von der Tanke rüberfährst, das zieht sich ja doch noch mal ein bisschen die 10, 12 Kilometer. Dann Sacalobra runter, ohne Bus, wenig Autoverkehr, war heute gut, viele Radfahrer unterwegs. Und dann ja unten natürlich auch erstmal ein Foto gemacht, wieder zurück. Den Putsch mitgenommen. Haben noch dich und den Marc getroffen, das war ganz witzig. Hat beim ersten Camp schon geklappt, jetzt wieder. Ja, und dann sind wir wieder langsam zurückgerollt. Ein Teil ist wieder zum Hotel und der andere Teil ist nochmal weiter zum Kräuterpass. Da nochmal hoch, kurz mal ein bisschen angekräutert. Viel ist dann natürlich nach 130 Kilometern und 2500 Höhenmeter nicht mehr drin. Und dann haben wir noch La Victoria mitgenommen, sind dann zurück, hatten am Ende gute 160 Kilometer. 3050 Höhenmeter, das war schon sehr, sehr ordentlich. Für dich seit 2019 die? Für mich seit 2019 längste Etappe und meisten Höhenmeter. Wie war der Tag für dich aus deinem Augenblick? Ja, wie war der Tag für mich? Der Tag hat gut begonnen, sind nicht ganz pünktlich rausgekommen, so wie wir wollten, war etwas mit Verspätung. Aber ich würde sagen, wir haben die Zeit ganz gut wieder eingeholt, hatten einen guten Anfang. Dann hast du ja leider die Probleme mit deiner Sattelstütze, was uns dann so ja, das ein oder andere Mal zum Anhalten gezwungen hat. Du durftest dann erste Drittel Kinderfahrrad fahren. Ich habe dann Bethlehem runter festgestellt, wo wir dann nochmal kurz angehalten haben, dass ich einen Schnitt im Reifen hatte. Wir sind dann Valdemossa hoch und oben in dem Ort gab es dann doch einen Fahrradladen, weil wir haben eigentlich gegoogelt und es gab keinen Fahrradladen. Ja, der hat erst dir geholfen, es gab eine neue Schraube, Sattelstütze fest, dann ging es eigentlich volles Rohr weiter. Bei mir wurde gesagt, ich muss dir keinen Reifen verkaufen. Muss man auch mal erwähnen, war sehr sympathisch. Fair. Ja. Und war auch sehr fair, hat gesagt, fahr nach Hause, wenn du nicht angehalten hättest, hättest du es sowieso nicht gesehen. Also von daher, er hat auch gesagt, er wird nicht querreißen oder so und fährst eh mit Schlauch, also von daher alles gut. Highlight für mich war eigentlich Valdemossa hoch als Lokomotive, bin dann oben dann doch von zwei aus der Gruppe kassiert worden, aber das war okay, war völlig in Ordnung. Putsch bin ich auch als erster rein, hab das auch ein bisschen halten können, bin dann aber auch überholt worden, ist auch völlig in Ordnung. Ich wollte meine Wattzahlen fahren, die ich auch mit Kenny besprochen hatte, das habe ich auch gemacht, konnte ich auch gut halten. Und wie Kenny gerade schon gesagt hat, auch Sacalobra nach gut 150 Kilometern, glaube ich, oder 140 Kilometern, dann nochmal ganz stabil nach oben gefahren und durchgekurbelt, hat gut funktioniert. Dann gab es noch die schöne Abfahrt Fenemia runter,
die wir, ich glaube, schon sehr knackig gemacht haben. Und ich war froh, dass du mich dann unten doch immer auf der Geraden abgelöst hast, nicht wie vorgestern, dass ich das dann durchgezogen habe bis zum Kreisverkehr. Das hätte ich heute auch nicht geschafft, bin ich ganz ehrlich. Irgendwann wurden nämlich die Beine etwas lahm. War dann ganz froh, dass ein Überholmanöver stattgefunden hat und dass wir uns da so ein bisschen abgewechselt haben bis dahin. Wobei das, ich glaube, heute noch schneller war als beim letzten Mal. Liebe Freunde, wir sind mittendrin im Trainingslager. Heute habe ich ja das Vergnügen und darf unsere Tageszusammenfassung machen. Und gestartet haben wir natürlich wie immer mit dem ja, morgendlichen Mobility hinter mir am Strand. Herrlichstes Wetter, am Anfang noch leicht bewölkt, also auch wir merken hier diesen ja, Sahara-Sturm, der da unterwegs ist. Und die Sonne kam danach heraus, war richtig gut und gerade nach dem langen Tag gestern hatten wir richtig schwere Beine und nach der Mobility ging das schon deutlich besser. Dann ab zum Frühstück und dann ja, ging es schon an die Tagesplanung. Heute stand auf dem Plan der San Salvador und auch der Randa, beziehungsweise die Gruppe, die ich geleitet habe. Wir sind den Salvador gefahren. Es waren so gute 110, 115 Kilometer, glatte 1000 Höhenmeter. Und hat sich dann noch so eine kleine dritte Gruppe entwickelt. Und zwar haben einige heute auch nochmal Ruhetag gemacht, beziehungsweise sind eine lockere, ruhige Erholungsfahrt gefahren. Und für uns ging es dann 10 Uhr, wie immer, wie geplant, los. Man muss dazu sagen, heute der Gegenwind des Jahrtausends wirklich, also 53, 55 km/h Gegenwind, das war schon ein richtiges Stück Arbeit. Fahren wir zu Tangi weiter? Fragen wir mal Kenny. Wir sind erst ein Stück runtergefahren Richtung Can Picafort. Das ging noch ganz gut. Da hat uns das Naturschutzgebiet so ein bisschen abgeschirmt. Und dann ging es Richtung Santa Margalida rüber. Und da kam der Wind von vorne schon ziemlich deftig. Wir alle haben uns auf den Rückenwind später gefreut. Aber es war schon ein sehr, sehr langer Weg bis zum San Salvador. Das sind so gute 45, 50 Kilometer. Da angekommen, alles leicht bewölkt, dichter Wind gewesen und man hört es jetzt vielleicht auch noch, der Wind ist hier ordentlich am Start. Ja, dann sind wir da den Anstieg hochgekurbelt, alle richtig gute Leistung gebracht, oben schnelles Foto wieder runter und dann haben wir uns auf den Rückenwind gefreut und sind ja zügig bis nach Signeux, dort auf die Radrennbahn. Ja, einige waren noch gar nicht auf der Radrennbahn bei uns hier aus dem Camp und da kann man schon auf dieser Bahn ja ein bisschen antesten und mal schauen, wie das so ist, wie sich das anfühlt, so auf der Bahn zu fahren. Und ich denke, war für alle ein richtig, richtig cooles Erlebnis. Kaffeestopp noch eingefügt und dann ging es auch schon mit rasantem Rückenwind wieder zurück Richtung Hotel. Wir hatten tatsächlich auf der Schilfstraße zwischendurch 62, 64 km/h auf dem Tacho. Ich wollte noch schalten, ging gar nichts mehr. Ich war schon unten am kleinsten Ritzel. Ich fahre hier 50, 34, 11, 32 und war schon auf einem kleinen Ritzel und hohe Trittfrequenz, gefahren wie verrückt. Der Thomas immer vorneweg, Igor vorneweg. Da sind wir hier richtig Richtung Hotel wieder zurück gepeitscht. Ja, und dann ratzfatz war der Tag auch schon vorbei. Und der Tag heute hat auch richtig gut getan, denn nach unserer großen Knechterei gestern war es schon eine eher ruhigere Fahrt im Grundlagenbereich. Ich denke, bis auf den Anstieg sind heute auch alle wirklich im Grundlagen- und Erholungsbereich geblieben. Also ihr seht das hier, ich habe mich heute nicht mit Ruhm bekleckert, gestört, wie ich bin, einfach nur gefahren. Ich musste das Hinterrad halten und habe jetzt natürlich hier den Sonnenbrand des Todes, ordentliche Nackenschelle auch noch oben drauf. Also das war schon heute wirklich, wirklich ziemlich bescheuert von mir. Kostet alles Energie. Nachher geht's ans Buffet, gibt's eine ordentliche Portion Quark und dann reibe ich das mit ein bisschen Quark ein und dann ist es genauso gut wie die Aloe Vera Creme. Also, Social Media ist ja wichtig. Und ich muss da auch tatsächlich, das meine ich ernst, auch wirklich ein bisschen was dazulernen. Ich will nicht sagen, ich habe es versäumt. Ich habe mich da natürlich immer auch so ein bisschen gesträubt, aber ich fuchse mich da rein. Heute geht das zweite Reel raus und es wird. Peace. Peace out.